beleuchtete Ecke. Und da der ja immer noch da ist, hatte ich ja was versprochen. So, Scheißhaus, Stein kommt weg. Ozelot. Ja. Dass der auch ja nicht auf die Idee kommt, die abzuhauen. Das ist aber ein bisschen pervers, oder? Was ich mache. Und wenn er denkt, er ist hier unten befreit, kommt hier auch noch eine Horde Ozelotte rein. Oh, der arme Creeper, ist er weg? Nee. Na, der ist aber. Ja. Nee, 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 nee. Schön hier bleiben, wa? Seht ihr, der rennt hier vor Angst weg. Nee, 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 nee. So, ich mache mal überall welche hin, weil. Das soll lernen, er hat ja nichts zu suchen. Kann er seinem Freund gleich mal sagen. Terroristen und Bombenwerfer kommen hier nicht in meine Hütte. Aber Pyramide. Ah. Ich hoffe, die Ozelotte verschwinden dann auch wieder. Sonst habe ich einen kleinen Ozelot so. Ich glaub, der kriegt ja bald einen Herzinfarkt, wa? Überall Ozelot. Hilfe, Hilfe. Okay, werden wir ja auch in der nächsten Aufnahme sehen, wa? Ich gucke jetzt erstmal, kann ich irgendwas verstecken? Ja, was brauche ich denn nicht mehr? Ich brauche das nicht mehr, ich brauche das nicht mehr. Die brauche ich auch gerade nicht mehr. Ich gucke jetzt mal nach Sandstein. Ganz normal geriffelten Sandstein, genau. Ist immer noch da oben? Jo, der rennt immer noch vor Angst weg. Da macht sich Pipi in die Hose. Braucht eine neue Windel. Gut. Ich schaue mir erstmal am Tag an. Ah, ja, leck mir am Arsch. Auf See you later. Komm. Ich werde mal ganz schnell hier rüber fliegen. So ein Bauernhof. Da penne ich dann erstmal. Können wir uns dann auch vom. Wow. Vom Weiten anschauen. Da ist der Bauernhof. Also ich habe mir so viel Mühe gegeben mit dem kleinen Haus. Und es ist so unscheinbar. Die automatische Farm. Ach, die Baustelle haben wir ja auch noch. Ach Mensch. Wir haben noch die Baustelle automatische Farm. Da ist ja auch noch was. Da war. Stimmt. Es sind Monster in deiner Nähe. Alter Schwede. Was soll ich noch machen? Wo ist denn hier ein Monster? Ich sehe keine. Ach, da. Okay. So, na komm. Schwert. Mich gleich ein Diamantschwert. Gut. Aber jetzt sind keine Monster mehr da, wa? So, komm, 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 komm. Okay, jetzt ist wieder Tag. War eine kurze Nacht. Er hat mit dem Skelett gemacht. Braucht dafür sogar noch ein Schwert. Jetzt wollen wir mal gucken, wie sieht's aus? Das Schiff erkennt man von Weitem. Ein langes Projekt. Jetzt kommt aber noch der Sandsteindeckel drauf. Und das ist dann schon enorm. So, einmal hier. Die Katzen sind weg. Und der Creeper auch.
Nur, die haben ganze Arbeit geleistet. Ist im Areal, Hauptsache der Creeper ist weg. Dass die Katzen weg sind, ist ein Pluspunkt. Weil dann habe ich ein bisschen Ordnung. Gut. Hier soll ja die Bar noch hinkommen. Das muss ich mir auch noch überlegen, wie ich denn die Bar baue. Aber eins nach dem anderen, ich mache den Deckel dicht, baue die Schienen und dekorativ. Hallo! Ich habe ja gerade echt gefühlt wie ein Epileptiker. Und rein da, raus da. Cool. Cool. Genau, cool. Cool. Wir sind durch. Also. Jetzt kommt die Dekoration. Und dann kommen die Schienen. Und zum Schluss kommt dann der Bahnhof. Und die Innendeko. Also, was will ich mehr? Hat funktioniert. Hat funktioniert. So. So sieht es dann aus, wenn das dann zum Beispiel, ich mache jetzt schon mal hier. Genau. Als Beispiel. Ja. Cool. Das wird was. Eine Sandburg. Also eine Sandpyramide aus Sandstein auf einem Raumschiff mit Toilettensteinen, das in den Weltraum fliegen kann oder auch, es bleibt hier unten, ist schiffbrüchig. Gut, okay, ich werde mich erstmal verabschieden. Wir sehen uns dann sowieso in der nächsten Folge, wann auch immer die sein wird. Bis dahin noch viel Spaß auch immer an meinen Zukunfts-, oh, Mist, Zukunfts-Echt. Bye bye. Einen wunderschönen, wo war man stehen geblieben letztes Mal? Also, ist es mir viele, viele Wochen her, dass ich hier das letzte Mal Minecraft gespielt habe. Ich komme jetzt nicht mehr. Ich bin ja nur noch am Ackern und Machen und Tun und so weiter. Das ist ja wirklich manchmal ein Sechs am Lotto, dass ich hier mal Minecraft spielen kann. Jetzt habe ich mal einmal die Möglichkeit. Ja, die nutze ich jetzt. Wir waren jetzt bei der Pyramide, bei der Vergangenheit. Spieler hier, der gerade hier das aufnimmt, ich, ja, der hat die Pyramide als ja, Landeplattform für Außerirdische auf einem Raumschiff von Außerirdischen gebaut. Wir sind ja schon bei Stargate. Merkt das schon, wa? Für die junge Generation, das war eine Serie aus den 90ern. Das hat er noch nicht geboren. Aber da haben eure Eltern noch nicht mal an euch gedacht. Nur an die Lümmelspiele. Gut, dann wollen wir hier weitermachen. Ist aber eine tolle Serie und so weiter. Etwas oldschool, aber toll. Und das ist ja gerade das Tolle an der Serie, genauso wie bei Star Trek. Obwohl sie das viel verändert haben. Also ich muss sagen, Star Trek Enterprise, Star Trek The Next Generation war wirklich ja toll. Discovery ist auch okay, aber ich muss sagen, das ist echt so. Pussyhaft, echt, da hätten so Regenbogenfarben Farben reinnehmen können. Mal so ehrlich, bei der Serie fragt man sich, wie hat es die Menschheit überhaupt so weit gebracht, wenn das sowieso alle auf das andere, auf das gleiche Geschlecht gestanden hätten. Wahrscheinlich durch Klone, so wie die Asgard. Aber gut. Zumindest war die Serie so ganz weit in Ordnung. Und ja, das war dann auch soweit. Ja, das ging. Ob die weiterläuft, ist eine andere Frage, weiß ich nicht. Dann gab es dann noch Star Trek Strange New World. Genau. Da habe ich auch nur bisher zwei Staffeln gesehen. Ja, das ist auch ein bisschen merkwürdig. Bei PK waren es ja drei oder vier Staffeln. Aber er hat ja wegen seines wirklich hohen Alters. Muss man auch anrechnen, dass er es geschafft hat. Mit über 80. Mit 84, 85 hat er die Serie noch gemacht. Selbst produziert. Zwar mit Unterstützung, aber das ist trotzdem eine ordentliche Aufgabe und auch selber mitgespielt. Und ja, das können die meisten nicht mal mit 60 mehr. Da sind sie schon zu alt.
Und dann macht das mit über 80 noch, also der hat das wirklich gut gemeistert. Und dass er 4 Staffeln rausgehämmert hat, das war ja wirklich eine richtige tolle Leistung. Das muss man den Schauspieler auch gut.